tut's. Ich sage nichts. Manchmal fragt man sich schon, was dachte ich eigentlich? Aber es war notwendig, nicht nur technisch notwendig. Wir kriegen jetzt einen richtig, richtig schönen Wellnessbereich. Hier bleibt gerade kein Stein auf dem anderen, kein nichts bleibt wie es ist. Alles wird neu, alle Saunenkabinen, die Wasserflächen. Und gerade sind 42, die sind gerade im Restaurant und essen. Die werden natürlich genauso genussvoll versorgt oder fast genauso wie hier. Kein Stein bleibt auf dem anderen. 42 Handwerkerinnen und Handwerker sind gerade ohne aus dem Mühlviertel die großartigsten Menschen der Welt. Wirklich, da macht sogar Umbauen richtig, richtig viel Spaß. 9. Juli geht es wieder los. Bitte beachtet, vor einer Woche, Sonntag vor einer Woche, sind wir hier innen noch geschwommen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Unser Motto wird vom Waldbad, da sind wir reich beschenkt hinterm Haus, in den Waldspa. Das wird man im Interieur, im Design, wird man das natürlich erkennen. Aber auch geht es um ein paar Nachhaltigkeitsgedanken, um unser Brunnenwasser, um die Solar, um die Photovoltaik, um die Fernwärme, das wir natürlich alles nutzen möchten, um hier auch nachhaltig aufgestellt zu sein. Ja, das Bergl, der findet sich wieder einmal neu und es ist richtig fesch, auch ein bisschen hier Bauleiterin zu sein. Wir sehen uns, ich hoffe, spätestens im Juli oder August, ab 9. Juli geht es wieder los und dann werden wir hier, oder dann werden Sie hier hoffentlich in die Natur rausschwimmen. Viert euch und bis bald!